Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2021 Trainerkarriere beim FC Bayern München. Die letzte Folge lief echt nicht schlecht. Wir haben Leipzig besiegt, wir haben Union Berlin besiegt und jetzt, in der Champions League gegen die Young Boys aus Bern. Das war nur ein 1:1 leider, aber auch da lief es nicht schlecht. Es lief wirklich deutlich, deutlich besser. Wir steigern uns immer weiter in dieser Karriere nach oben und wir wollen wieder auf unser altes Level der Super Bayern kommen und das soll uns jetzt gegen Hertha gelingen, denn da wollen wir jetzt erstmal vorbeiziehen. Wir haben 14 Punkte, aber die Hertha hat auch 14 Punkte und ist damit auf Platz 2 der Big City Club. Ja, und wir wollen sie überholen, wir wollen gegen sie gewinnen und wollen dann uns auf Platz 2 sehen und dafür kämpfe ich jetzt in diesem Spiel. Danach haben wir noch das Rückspiel gegen die Young Boys aus Bern, da wollen wir auch wieder Revanche haben und definitiv auch probieren, wieder vorbeizukommen. Und Thiago, den wollen wir ja verkaufen, wir haben sogar ein Angebot gerade reingeflattert bekommen, das heißt, leider weg. Genau der Marktwert wird gezahlt, 48 Millionen, flupp. Weg ist er. Also ich habe übrigens auf die letzte Folge nicht reagieren können, was ihr mir da in die Kommentare geschrieben habt. Ich nehme gerade wieder ein paar Folgen hintereinander auf, das muss so sein. Aber naja. Olympiastadion. Auf geht's. Mal gucken, was wir jetzt hier reißen können. Desto schneller wir das 1:0 machen, wenn wir es denn überhaupt machen, desto leichter könnte das Spiel sich hier wenden und wir können es für uns entscheiden. Und Lewandowski, da ist es, in der 13. Spielminute, schneller als ich gedacht habe und es ist Robert Lewandowski. Wie lange ist das denn her? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch gar nicht lang her und ich denke nur, dass es lang her ist, aber gefühlt ist es lang her. Und jetzt macht er es, Robert Lewandowski, schöner Schuss, Torwart kann nichts mehr machen und jetzt ist das Spiel schon in einer richtig, richtig guten Richtung, glaube ich. Schneller als ich dachte, aber das brauchen wir auch. Wir müssen wieder zu unserer alten Stärke zurückkehren. Gute Chance von Berlin. Das gibt Gelb. Leroy Sané, scheiße. Wir faulen oft irgendwie, ich weiß nicht warum. Das war letzte Saison auch nicht so. Irgendwie sind wir noch nicht... Boah, Alter, jetzt hat es richtig angefangen zu schütten plötzlich. LOL. Vor dem Freistoß nichts. Jetzt absolut eskalativ am Regnen. Ja, 1:0 zur Halbzeit. Ich bin froh, dass wir ein Tor gemacht haben. Das Spiel kippt nämlich in eine ganz andere Richtung. Also ich dachte, dass ich es jetzt einfacher habe. Definitiv nicht. Ich kann zwar gut verteidigen, was mich wundert. Aber deutlich mehr Berlin am Drücker. Aber, na gut, ich habe jetzt auch mittlerweile auf defensiv einfach gestellt. Oh, Gnabry. Oh. Die beste Chance nach dem 1:0 in der 65. Spielminute durch Gnabry. Nübel hat den Ball, schöner Freistoß. Coman ist drin, ein schöner Typ fürs Kontern. Bei Regen ist es natürlich trotzdem schwieriger, seine Schnelligkeit aufzubauen. Aber ja, trotzdem kann er gut kontern. Egal, die anderen machen es auch. James Rodriguez und Tolisso, beide neu eingewechselt. Und die machen das 2:0. Boah, ich bin erleichtert. Aber ich muss mich eigentlich richtig freuen, weil wir hier gegen quasi einen, ja, Rivalen spielen, der ja hier über uns in der Tabelle steht. Ganz, ganz wichtig hier dieses zweite Tor jetzt. Also man merkt definitiv, wie die Schnelligkeit in diesem Spiel nachlässt durch den Regen. Das ist schon echt krass. Nichtsdestotrotz ist Coman der schnellste hier wahrscheinlich auf dem Feld. Er hat was gut zu machen und er macht es. 3:0, yes! Er hat die letzten Spiele einiges liegen gelassen.
Schwamm drüber, es ist nicht so schlimm. Die letzten Spiele liefen ja gar nicht so schlecht. Aber jetzt hier gegen Hertha muss es einfach auch wieder richtig gut laufen und es läuft richtig gut. Coman mit einem wunderbaren Lauf, mit einem wunderbaren Konter zum 3:0. So, und dieses 3:0 können wir in der letzten Minute jetzt ausklingen lassen. Sehr schön, wir sind hoffentlich damit auf Platz 2 geklettert. 3:0 ist ein schönes Ergebnis, muss ich echt sagen. Bin ich sehr zufrieden mit, sehr zufrieden. So, Leipzig spielt nun unentschieden. Da ist schon der erste Patzer. Jetzt sind wir ganz nah dran, glaube ich. Auf Platz 2 sind wir geklettert. Punktgleich mit Gladbach. Gegen die spielen wir in dieser heutigen Folge auch noch. Und 2 Punkte entfernt von RB Leipzig. Also, wir steigern uns weiter. In den weiß-grauen Trikots. Haben wir in denen schon mal gespielt diese Saison? Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade... Ich glaube nicht, tatsächlich. Ich glaube, wir haben die komplette Saison bisher von PES 21 ohne die benutzt zu haben gespielt. Jetzt spielen wir mal in einem anderen Dress. Und Memphis an die Latte. Hartes Ding. Scheiße, Mann. Warum ist der nicht drin? Boah, Pfosten auch. Auf der anderen Seite. Warum ist aber Süle nicht hingekommen? Mann, ey. Schöner Schuss da aus der zweiten Reihe. Thomas Müller. Müller, den musst du dann halt auch machen. Oh, was eine Riesenchance. Wir wollen doch hier gewinnen. Sané. Sané. Und drüben ist Coman. Yes! Kingsley Coman! Wer schreibt denn solche Stories? Letzte Folge ein bisschen so. Und diese Folge ist Coman auf jeden Fall da. Ich habe sehr lange mit Sané gewartet. Habe somit den Torwart verladen. Schönen Pass in die Mitte. 1:0. 26. Spielminute. Sehr schön. Verdient. Und Depay. Oh, Mann. Und da ist Sané. Und in der Mitte ist Memphis. Depay. Was macht ich denn? Und der. Und. Oh, Müller. Coman. Coman und der Torwart. Ey, wir drücken und drücken und müssen das Ding machen. Ich will hier unbedingt auf Platz 1 in der Champions League Gruppe. Und dafür brauchen wir natürlich Tordifferenz und 3 Punkte. Wir kämpfen hier um dieses Spiel, was wir hier liegen gelassen haben. Und trotzdem führen wir mit 1:0. Boah, gute Chance. Wie gesagt, nice, dass wir auch Neuer spielen haben. Oh, Müller. Oh Mann, was ist das denn? Oh, siehst du? Neuer in letzter Sekunde. Jetzt wird Bern nochmal stark. Aber ich wollte halt beides. 3 Punkte und Tordifferenz. Und eigentlich hätte ich es verdient. Wir haben echt gut gespielt. Jawohl. Das Spiel ist damit entschieden. Serge Gnabry, schöner Konter zum 2:0. Die 3 Punkte sind damit, würde ich sagen, sicher. Aber, ja, die Tordifferenz, also 2:0 ist zwar besser als 1:0 logischerweise, aber es wäre viel mehr drin gewesen. So, jetzt ist Gnabry nochmal durch. Und spielt runter auf Coman. Pflicht! Pflicht da runter zu spielen. Und Coman, der den Doppelpack macht. Eieiei. Jetzt kriegen wir es zum Ende hin nochmal verdientermaßen zurück. Sehr, sehr anstrengendes Spiel. Sehr, sehr viel richtig gemacht. Bis zum Ende hin zittern müssen.
Und jetzt stehen wir mit einem 13-0 da. Das ist ganz, ganz wichtig und verdient. Und boah, klar, die Young Boys aus Bern auch sehr aktiv. Vor allem in der zweiten Hälfte war ich definitiv nicht überlegen. Aber im Großen und Ganzen deutlich besser, deutlich mehr Spielanteile. Und damit verdiente 3 Punkte. Und damit gucken wir dann auch mal auf die Gruppe. Wir haben die Young Boys überholt und damit die Tordifferenz, wie gesagt, ein bisschen verändert. Ich habe jetzt +4 und die Young Boys haben +1, ja. Wenn ich jetzt nur 1-0 gewonnen hätte, dann muss man quasi bei ihnen 2 draufrechnen. Dann hätten die +3 und ich hätte nur +2. Das heißt, die Tordifferenz wäre von denen besser gewesen. Also mit dem 13-0 haben wir alles richtig gemacht und damit sind wir auch hier auf Platz 1 wieder für Zenit und Ajax Amsterdam. Vor allem für Ajax ist das natürlich echt schlecht gewesen, dass ich gewonnen habe. Aber das finde ich ja gut, dass es für die schlecht ist, weil ich will ja hier weiter vorankommen. Und das machen wir jetzt im letzten Spiel hoffentlich gegen Gladbach auch weiter vorankommen. So, ich habe gerade gegessen, meinen Bauch voll gemacht, ich hatte richtig Hunger und eine kleine Pause gemacht. Und jetzt bin ich back zum dritten Spiel und habe richtig Hunger auf einen Sieg, würde ich sagen. Gegen Gladbach ist ja schon so ein kleines Derby. Wir mussten fitnesstechnisch natürlich noch ein bisschen durchwürfeln. Ich wünsche mir einfach, dass ich Gladbach jetzt besiegen kann, um dann einfach auf Platz 1 zu kommen. Ah, da gibt es einen Konter und da gibt es das 1-0 für Gladbach. Die gehen in Führung in der 14. Spielminute. Lars Stindl ist es. Scheiße. Ich habe mich auskontern lassen, das ist das Problem. Alaba musste da aushelfen für Davis, der zu weit vorne war. Da kommt keiner mehr so richtig dran und auch Neuer, der eigentlich in den letzten Spielen richtig gut war, kassiert ins kurze Eck einen Ball. Das ist natürlich nicht so geil. Oh, der Ball kullert fast rein. Es gibt eine Ecke. Das war ein bisschen ein Wirrwarr, aber war knapp. Und am zweiten Pfosten steht Müller. 1-1 in der 16. Spielminute. Thomas Müller. Sehr, sehr schön. Wichtiges Ding. Schnelle Antwort. Und jetzt geht's los. Genau wie es der Lodder sagt. Gib Gas. Der Ball kommt irgendwie auf den zweiten Pfosten zu Müller und der haut ihn rein. Sehr schön. Leroy Sané. Jawohl. Knapp, aber er ist drin. Wir drehen das Spiel. Und Leroy Sané macht das 2-1 in der 28. Spielminute. Klasse. Ganz, ganz stark gemacht von Leroy Sané, unserem Neuzugang. Und Sané! Leroy Sané im Doppelpack. 3-1. Wir gehen in Richtung 3 Punkte. Yes! So will ich das sehen, meine lieben Freunde. Gnabry tanzt da die halbe Abwehr aus. Spielt aber trotzdem nochmal raus auf Davis. Super Flanke. Super Kopfball. Das ist man von Leroy Sané ja vielleicht nicht ganz so gewohnt. Aber ein schönes Tor. Und 3-1. Wieder ein schönes Ergebnis. Boah. Gladbach probiert. Und da ist Gnabry und da ist der Torwart. Es war verdammt knapp. 3-1 zur Halbzeit. Wir haben das Spiel auf jeden Fall wieder in unseren Händen und haben es gut gedreht, gut gemacht. Und schauen jetzt mal, wie es in der zweiten Halbzeit noch so weiterläuft. Ich würde gerne, wie gesagt, weitermachen und einfach, so müssen wir die Beine in echt, einfach gib ihm. Sehr schöner Pass auf Leroy Sané. Sané, dass der den nicht reinmacht. Was? Und Lewandowski. Oh, Lewandowski ist mal durch.
Aber wird direkt eingeholt, das gibt's nicht, Mann. Das ärgert mich so. Boah. Nochmal gut gegrätscht und den Ball weggehauen. Das war's wohl mit dieser Partie. Ne, Gnabry kommt nochmal durch. Und dann gibt's nochmal einen guten Konter. Und da ist nochmal Robert Lewandowski. Und da ist er das 4-1. In der 94. Spielminute. Robert Lewandowski, na endlich, geht doch. Boom. Yes. Sehr schön. Hinten wurde es nochmal knapp. Und vorne wird das Spiel beendet. Mit einem 4:1 durch den Polen. In der zweiten Hälfte ging, naja, es ging ein bisschen was, aber nicht so viel und nicht so die besten Chancen. Oh, noch getunnelt. Wow. Extra in Slow Motion. Aber das war jetzt nochmal ein schöner Konter. Nachdem es hinten ja echt knapp war, vorne nochmal ein Tor. 4:1, wir haben gewonnen. 3 Punkte, leider wieder ein Gegentreffer. Wir haben echt viele Gegentreffer schon, ich glaube 11 Stück schon. Aber nichtsdestotrotz läuft es besser und das lief die ganze heutige Folge besser. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr zufrieden. Also ich hoffe, dass ihr weiterhin dran bleibt an dieser Karriere. Denn scheinbar geht's wieder bergauf. Wir sind noch nicht ganz die Super Bayern. Aber ein 4:1 gegen Gladbach ist schon mal richtig, richtig nice. Wir gucken mal, ob wir auf Platz 2 sind. Leipzig hat nun unentschieden gespielt gegen Augsburg. Aber ich glaube, die haben die bessere Tordifferenz. Ja. Die haben eine Tordifferenz von 13 und wir eine von 9. Und nur wegen den Gegentreffern. Ich habe es gerade gesagt, wir haben exakt 11 Gegentreffer und Leipzig hat 7. Und beide, Leipzig und wir, haben 20 Tore geschossen und auch 20 Punkte. Und auch 6 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Also wir sind echt gleich. Aber das kriegen wir schon hin. Wir werden die nächste Folge auf jeden Fall reinhasseln und auch die nächsten paar Folgen. Wenn das so weitergeht, freue ich mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, schaltet auf jeden Fall wieder mit rein. Ich bin heiß. Macht's gut. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.